Ich saß auf der Frauenempore und dann habe ich diesen Knall gehört. Und dann kam halt eben Spekulation auf, was das war. Ja, vielleicht ist irgendwer unten zusammengebrochen oder so. Vielleicht ist irgendwer umgefallen. Vielleicht die Tora-Rolle. Ich habe das so abgetan. Ja, okay, gut, wahrscheinlich irgendwelche Jugendliche, die da Böller geschmissen haben oder so. Und ein paar Momente danach hieß es ja, okay, geht alle ganz schnell nach oben. Mir ist das gar nicht in den Sinn gekommen, dass da jemand sein könnte, der uns umbringen will. Also, welcher Gefahr wir ausgesetzt waren. Der Angeklagte hat Sprengsätze über die Mauer geworfen, die auch tatsächlich nachweislich tödlich sind. Und hätten die Fenster getroffen, die nicht kugelschusssicher sind, dann hätte das anders ausgesehen. Keiner hätte mehr über die gute deutsche Eichentür geschrieben. In den Monaten danach habe ich mich schwer getan, damit irgendwie Sinn zu finden. Und wie tue ich das auch mit meinem Glauben vereinbaren? Also ich meine, und das ist halt eben auch etwas, was mich dann noch mal mehr in eine Sinneskrise gebracht hat, weil ich bin ja in meiner Rabbinatsausbildung. Ja? Ich kann doch jetzt nicht einfach zur kompletten Atheistin werden. Und ich habe halt eben damit gerungen, so, okay, wie finde ich, und ich wollte auch nicht an meinem Glauben loslassen, aber wie schaffe ich das? Die ersten Momente in dem Prozesstag waren komplett surreal. Der Angeklagte sitzt da, die Anklageschrift wird verlesen und er mustert den ganzen Raum. Und sein Blick bleibt dann immer bei dem Teil der Anwälte hängen, wo auch Nebenkläger präsent sind. Weil er zum ersten Mal die Leute sieht, die er umbringen wollte. Und wir sehen zum ersten Mal die Person in live, die sich hinter dieser ganzen Montur befunden hat. Und seinen stechenden Blick zu spüren. Aber ab irgendeinem Punkt habe ich gemerkt, dass das klar ist, so. Er geht in den Knast. Er wird die nächsten 15, hoffentlich mehr Jahre hinter Gittern verbringen. Sein weiterer Verlauf ist entschieden. Und er hat keine Kraft mehr über mich. Und das wäre irgendwie was auch einen Knoten in mir gelöst hat. Dass es jetzt eigentlich für mich darum geht, wie kann man so etwas wie Halle in der Zukunft verhindern? Ich würde sagen, dass dadurch ziemlich klar wird, dass es eine Bedrohung für uns alle darstellt und dass eine Frage von der Journalistin, okay, haben Sie Angst vor einem weiteren Anschlag? Und ich habe, als mir diese Frage gestellt worden ist, habe ich die Journalistin zurückgefragt, ob sie denn Angst hat vor einem Anschlag, selber betroffen zu sein. Und ich glaube, das ist wichtig, das zurückzureflektieren. Das Recht des Gedankenguts nicht ein Problem ist von Minderheiten und die Auswirkungen nicht von Minderheiten alleine getragen werden, sondern ist tatsächlich was, ja, was uns alle was angeht. Aber dafür muss man halt eben auch zuhören. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man halt eben auch sich Gehör verschaffen. Ja.